Hi, herzlich willkommen zum neuesten Video. Heute geht es um 5 verschiedene Amazon-Hacks, die ich dir gerne zeigen möchte, die dich vielleicht wieder einen kleinen Schritt an deiner Konkurrenz vorbeiziehen lassen. Und vor allen Dingen sind das alles Dinge, die du sofort umsetzen kannst. Wir haben einen kleinen Lounge-Hack, der dir dabei hilft, nicht direkt zum rabattierten Preis leer gekauft zu werden und trotzdem deine Produkte mit interessanten Rabatten für Neukunden anzubieten. Wir haben einen kleinen Hack, wie du saisonale Produkte effektiver bewerben kannst und vielleicht dabei sogar noch Zeit sparst in deinen täglichen Abläufen. Darüber hinaus haben wir was zum Thema mobile Amazon SEO Optimierung. Auch das ist 2019 ein Riesenthema, das von vielen immer noch unterschätzt wird. Dann haben wir noch einen weiteren Hack zum Thema Rabattcodes, aber vermutlich nicht das, was du jetzt denkst, sondern etwas, das noch nicht ganz so populär ist, aber trotzdem viel Wirkung haben kann. Und dann möchte ich mit dir noch über das Thema Trends sprechen. Das heißt, wir haben hier wirklich aus 5 verschiedenen Themengebieten wild zusammengewürfelt lauter kleine Tipps und Tricks und Hacks, die dein Amazon-Business nach vorne bringen. Also, ohne weitere lange Einleitung, starten wir direkt mit Hack Nummer 1. Der erste Hack, den ich dir zeigen möchte, hat was mit saisonalen Produkten zu tun. Und zwar hast du vielleicht Produkte, die sich nur im Sommer verkaufen oder nur im Weihnachtsgeschäft oder auch sogar tagesaktuell, wie zum Beispiel Muttertag, Valentinstag oder Halloween-Produkte. Und dafür hat Amazon eine kleine, aber feine Funktion in den gesponserten Produkten versteckt und die möchte ich dir hier gerade mal präsentieren. Also zeige ich dir das direkt am Bildschirm. Hier siehst du ein Feld, wo du ganz einfach einen Zeitraum festlegen kannst, für den diese Kampagne laufen soll. Und das kann dir natürlich dabei helfen, Produkte nach dem Weihnachtsgeschäft zum Beispiel nicht mehr zu bewerben. Aber was hier auch wirklich interessant ist, ist einfach, dass du Kampagnen vorplanen kannst. Das heißt, du kannst dich zum Jahresanfang hinsetzen und kannst sagen, okay, das ist meine Weihnachtskampagne, das ist meine Halloween-Kampagne, meine Vatertagskampagne oder vielleicht auch die 4 Monate vom Sommergeschäft. Und was dann passiert ist, dass die Kampagne einfach zu einem bestimmten Zeitpunkt live geht und zu einem bestimmten Zeitpunkt auch wieder ausgeht. Das kann durchaus Sinn machen, wenn du zum Beispiel Badehosen verkaufst oder Weihnachtskugeln oder Kostüme oder. Denk einfach mal nach, was da bei dir vielleicht in Frage kommen würde und dass du dann neben der Anpassung mit saisonalen Keywords, die du vielleicht noch zu Weihnachten mit reinpackst in deine herkömmlichen Kampagnen, zusätzlich dazu auch einfach diese Planungsfunktionalität im PPC nutzt, um auch hier relativ einfach Kampagnen an- und auszuschalten, zu planen und halt eben auch nicht zu vergessen. Also hier wird auch viel Anzeigenbudget verbrannt, weil einfach Kampagnen nicht ausgeschaltet werden und zu einem gewissen Zeitpunkt sind diese Kampagnen vielleicht einfach nicht mehr effektiv. Von daher, schau es dir an, ist keine Hexerei. Das war mein kleiner PPC-Hack Nummer 1. Das zweite Thema, auf das ich eingehen möchte, ist der Launch. Und zwar, viele Händler launchen regelmäßig neue Produkte, vielleicht jeden Monat, jedes Quartal, jedes Jahr ein neues Produkt. Und dann muss man natürlich auch hier wieder die Listings neu erstellen, Bewertungen sammeln und einfach gucken, dass man mit dem Produkt auch relativ weit oben erscheint in Amazons eigener Suchfunktion. Wie erreichen wir das? Mittlerweile kein Geheimnis mehr. Amazon will Verkäufe sehen. Daher wurden früher zum Beispiel sehr viele Rabattcodes genutzt. Wenn du Rabattcodes nutzt, dann hast du die Gefahr, wenn es Multicodes sind, die man mehrfach einlösen kann, dass jemand hingeht und direkt 10 oder 20 Produkte auf einmal mit deinem Code kaufst. Früher nannte man das, dass der Code viral geht. Mittlerweile besteht auch die Möglichkeit, das Ganze auf Einmalnutzung zu beschränken. Ist schon mal eine feine Sache. Allerdings gab es ja auch in den letzten Monaten viele Updates, wo verschiedene Händler gesagt haben, okay, wir wollen gar nicht mehr mit Coupon-Codes arbeiten zum Launchen, sondern wir lassen einfach den Preis
zum Beispiel für 4 Stunden reduziert auf Amazon stehen und dann informieren wir unsere E-Mail-Liste darüber oder eine Deals-Plattform und so weiter. Das ist eine Möglichkeit, die häufig genutzt wird, aber auch hier wieder, wenn in diesen 4 Stunden jemand hingeht und bestellt, im schlimmsten Fall wirklich hunderte deiner Produkte, kann das sehr schmerzhaft und kostspielig sein. Um das zu verhindern, gibt es im Lagerbestand einfach eine Funktion, mit der du die maximal bestellbare Menge einstellen kannst. Das siehst du dann hier, so sieht das aus. Einfach im Backend eintragen, maximal bestellbare Menge, zum Beispiel 10 oder 5 oder 3 oder was auch immer die Zahl ist, mit der du dich komfortabel anfreunden kannst. Und dann bist du auf der sicheren Seite. Niemand kann mehr als 3 Einheiten bestellen. Klar kann das unter Umständen auch nervig sein, wenn ein Geschäftskunde kommt oder irgendwas Ähnliches, der dann sagt, ja, ich will aber jetzt 10 haben oder für einen Kindergeburtstag oder was weiß ich. Dann muss er dich natürlich kontaktieren, du musst irgendeine andere Bestellung auslösen oder ihm einfach sagen, hey, in 2 Stunden ist die Beschränkung sowieso wieder raus. Das war nur wegen dem reduzierten Preis. Aber ich gebe dir einen Code und dann legst du extra für ihn einen an oder wie auch immer. Das ist definitiv eine Möglichkeit, um deinen Launch sicherer zu machen und trotzdem effektiv. Von daher schau dir das einfach mal an und vielleicht kannst du es beim nächsten Mal auch direkt nutzen. Hack Nummer 3, den ich dir gerne zeigen würde, sagt einfach, beschäftige dich mit den Trends, mit den aktuellen Medien. Was ist gerade los in der Welt? Was ist gerade los im E-Commerce? Wo kann ich mich dranhängen? Was kann ich machen? Beispiel wäre zum Beispiel, es gab viel Merchandise mit Donald Trump. Da wurden verschiedene Spielereien gemacht, viele bedruckte Sachen, viel im Bereich Tassen, T-Shirts, Pullover, Plakate, alles Dinge, die man leicht modifizieren kann. Und damit haben Händler viel Geld verdient. Da gab es also wirklich einiges. Aber du musst nicht unbedingt dein Produkt direkt saisonal anpassen und dafür produzieren, sondern es gibt ja auch Produkte, die Trends einfach ausnutzen, indem sie sich dranhängen. Ich habe hier mal ein Beispiel, da war aus der Sendung Höhle der Löwen ein Produkt vorher schon bekannt, dass es in der nächsten Folge dabei sein wird. Und ich habe mir mal einen Spaß erlaubt und ein Produkt, das ist diese Eiswürfelform, die du hier siehst, die habe ich einfach für das Haupt-Keyword dieser Marke gerankt und konnte dann, während die Sendung ausgestrahlt wurde oder auch kurz danach, wirklich einiges an Besuchern mitnehmen. Natürlich war das jetzt in dem Fall nicht wirklich relevant das war einfach nur ein Spaß. Ich habe die Eiswürfelform damals dann auch noch als Babynahrungsaufbewahrung beworben und konnte mich dann an dieses Lätzchen so ein bisschen dranhängen. Aber das einfach nur als Inspiration, vielleicht auch mal um die Ecke zu denken, welche Fernsehsendungen laufen gerade, welche Ereignisse sind gerade passiert, vielleicht auch Sportereignisse oder, an die du dich dranhängen kannst. Das wäre also hier nochmal von mir ein Beispiel zum Thema Trends. Geht natürlich auch allgemeiner, wenn du dir einfach mal anschaust, was da gerade mit den Flamingos und Einhörnern in 2018 gelaufen ist, wäre das zum Beispiel so ein Ding, was man auch natürlich nutzen kann, indem man sagt, okay, meine Produkte haben das entweder auf der Verpackung oder im Namen oder sind eben doch ein bisschen modifiziert oder ich lege noch einen Aufkleber dazu oder ich versuche das einfach in meine externe Marketingstrategie vielleicht mit einzuarbeiten, indem ich Blogposts mache, die dazu passen oder YouTube-Videos oder in meinen Facebook-Anzeigen solche Bilder benutze. Da gibt es wirklich viele, viele Möglichkeiten, die sehr individuell sind. Mach dir einfach mal Gedanken, welche Art von Trend für dich passt und wie du das ausnutzen könntest. Kommen wir zu Hack Nummer 4. Da habe ich schon einige Diskussionen erlebt mit befreundeten Händlern oder auf Konferenzen. Da ist aber die Frage, ist es sauber, ist es nicht? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Vielleicht geht es ein bisschen in Richtung Black Hat, Grey Hat, aber ich persönlich finde es nicht ganz so schlimm. Und zwar, die Rede ist von Rabattcodes. Wir haben eben schon mal kurz im Rahmen des Launches über Rabattcodes gesprochen, aber diesmal geht es gar nicht um die Höhe oder darum, irgendwie möglichst viele Produkte zu verkaufen darüber, sondern
Was viele Händler gar nicht wissen, es gibt ein kleines Textfeld für diese Rabattcodes, das auch in der Suche erscheint. Und hier kann ich wirklich lustige Sachen machen, denn ich bestimme selbst, was darin steht. Das heißt, du kannst hier mit farbigen HTML-Zeichen arbeiten, aber auch einfach kreativ dir überlegen, was schreibe ich rein, damit die Leute zum Klicken angeregt werden, während dieser Coupon läuft. Und hier habe ich mal ein Beispiel für dich aufbereitet. Du siehst es hier, das war ein sehr kreativer Seller, der dieses Feld einfach mal wirklich ausgenutzt hat und sich ein paar Gedanken gemacht hat, dann nicht einfach nur reinzuschreiben, 10% billiger, wenn du zwei kaufst, sondern halt eben das einfach als freies Textfeld zu sehen. Und hier solltest du mal dich beschäftigen mit sowas wie CTA, Clickbait, wie man gute Überschriften schreibt und dir einfach was überlegen, okay, wer ist meine Zielgruppe und wie kann ich es attraktiv gestalten, dass ich hier einfach mehr Klicks bekomme nochmal. Und das ist wirklich eine interessante kleine Spielerei. Ich finde, das hat wirklich den Namen Hack verdient, auch wenn es mittlerweile ein bisschen totgetrampelt ist und im Internet findet man natürlich an jeder Ecke irgendwelche Hacks, die einen in 24 Stunden zum Millionär machen. Das ist einfach ein praktischer kleiner Tipp. Test es mal für dich aus und ja, lass uns gerne wissen, was da bei dir in deinem konkreten Fall die Erfolge waren oder eben auch nicht. Als letztes haben wir noch Hack Nummer 5 und der ist relativ simpel und eins meiner Lieblingsthemen. Ich möchte dich nochmal ganz konkret aufmerksam machen auf das Thema mobile Optimierung. Auch bei Amazon, wer einen Shop hat oder einen Blog hat, bei dem sollte es eigentlich mittlerweile schon angekommen sein, dass sehr, sehr viele Nutzer von mobilen Endgeräten dabei sind. Aber auch bei Amazon erfolgen mittlerweile über die Hälfte aller Käufe von mobilen Endgeräten, sprich Tablets, Handys, iPhones und so weiter. Und du solltest das nicht verpassen. Vielleicht kennst du die Headline Search Ads, so sehen die aus und so sieht es aus, wenn ich mir die am Computer einfach mal anschaue. Hier habe ich also einfach die Möglichkeit, innerhalb der Suche ein bisschen Text zu schreiben, mehrere meiner Produkte darzustellen und dadurch Klicks zu bekommen und auch Verkäufe. Verfügbar für jeden, der einen AMS-Account hat oder auch in Seller Central mit einer registrierten Marke dabei ist. Dann kannst du diese Anzeigen schalten und natürlich sind die auch auf mobil verfügbar. Amazon optimiert die automatisch auf mobile Größe und das Ganze sieht dann so aus. Du siehst also hier, die Produkte sind abgeschnitten. Hier ist jetzt nur noch das Logo und ein bisschen Text zu sehen. Und das ist jetzt nicht gerade optimal, weil wenn der Kunde vielleicht gar nicht weiß, was du da eigentlich verkaufst oder er das auf den ersten Blick nicht erkennt, weil das nur so ein komisches Logo ist, gerade im Private-Label-Bereich, wir sind ja nicht WMF oder BMW oder so, wo man die Marke halt sofort erkennt, sondern unbekannte Private-Label-Marken. Und da macht es vielleicht Sinn, dem Ganzen einen anderen Look zu geben. Hier habe ich nochmal ein Beispiel von der Desktop-Ansicht einer Anzeige. Und falls es dir auffällt, hat die jetzt vorne kein Logo, sondern die hat vorne ein Produkt. Das ist jetzt erstmal kein riesiger Unterschied, aber wenn ich das Ganze auf mobil nochmal betrachte, dann haben wir eine wesentlich bessere Ausspielung. So sieht das Ganze dann aus und hier haben wir halt vorne direkt ein Produktbild mit am Start und das bedeutet, der Kunde gibt einen Suchbegriff ein, sieht das Produkt, hat noch Text dabei, den ich im Optimalfall wirklich auch so geschrieben habe, dass er am Handy gut lesbar ist, also nicht abgeschnitten wird, so wie das hier auch ist. Da ist noch Sinn drin im Text, auch vom Handy gelesen. Achte also darauf, dass du keine Texte schreibst, wo die Wörter zerrissen werden in der Mitte, sondern wenn getrennt wird, dann halt so, dass man es trotzdem noch lesen kann und auch den Sinn des Ganzen noch begreift. Natürlich ist mobile Optimierung immer ein Riesenthema. Und nur mit den Headline-Search-Anzeigen sicherlich nicht komplett abgedeckt. Aber ruf dir das einfach nochmal ins Bewusstsein. Geh dein Listing durch, geh deine Anzeigen durch und überleg dir einfach mal, okay, macht das Sinn für mobil oder macht es keinen Sinn? Und wenn du zu dem Schluss kommst, es macht keinen Sinn, dann
überleg dir einfach nochmal, was kann ich ändern, damit ich hier eben in einen effektiveren Bereich komme. Und wenn du das richtig machst, kann das sogar deine Klickpreise oder deinen ACoS nochmal deutlich verbessern. Ich hoffe, meine 5 Tipps haben dir ein bisschen geholfen, du bist ein bisschen ins Nachdenken gekommen und ich möchte einfach, dass du auch die kleineren Funktionen auf Amazon wirklich mal zu schätzen weißt, dass du nochmal dich damit beschäftigst, vielleicht auch mal ein bisschen im Backend einfach ausprobierst, rumklickst, was geht nicht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du auch diese 5 Hacks einfach mal testest. Vielleicht ist ja was für dich dabei, muss ja auch nicht immer gleich alles sein, aber vielleicht wenigstens eine Sache. Und dann hinterlass mir gerne einen Kommentar, schreib, was funktioniert hat oder schreib auch, was nicht funktioniert hat. Oder stell doch einfach deine Fragen, welche Themen dich interessieren und dann beantworte ich das Ganze in einem meiner nächsten Videos. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn du mir einfach ein Abo dalässt oder dir noch meine anderen Videos anschaust. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann!